Was geht ab, Freunde? Heute reagieren wir zusammen auf den neuen Song von Kilomatik und zwar Skimaske. Ja, Freunde, neuer Song von Kilomatik mal wieder am Start hier. Nach, ich weiß gar nicht wie lange, also es ist schon wirklich ein bisschen her von ihm. Wir hatten sehr viele Sachen von Ramo, wir hatten auch Sachen von Malo gehabt, aber von ihm ist es echt schon ein ganzes Stück her. Deswegen muss ich sagen, freue ich mich. Skimaske heißt der Song. Natürlich ganz zufällig liegt hier auch eine Skimaske dazu, Freunde. Also eigentlich hätte ich mal wieder eine Reaction machen müssen mit Skimaske, aber keine Ahnung, da kriegt man immer so schwer Luft, Freunde, da hatte ich jetzt irgendwie auch keinen Bock drauf. Aber ich würde sagen, wir fangen an mit dem Song. Let's go. Nicer Einstieg direkt von ihm. Ja, dieses Ganze, also mit seiner Stimme auch, dieses aggressive Feeling einfach direkt am Anfang. Sehr, sehr nice. Also ich glaube, er passt sehr gut auf den Beat. Der Hunger auf Mercedes Klunker. Ghetto wie Huren bei Beef. Werde ich angezeigt wie Tempo vor Schule. Kilo. Auch nice Idee auf jeden Fall, also er rappt hier was mit Raucht und dann kommt halt so, ja, so eine kleine Pause an sich vom Beat her und dann kommt nur so dieser Rauchsound, also ihr habt es ja eh gehört, aber ist eine nice Idee auf jeden Fall. Ich muss sagen, Beat passt wie gesagt sehr gut zu ihm, diese ganze Atmosphäre auf jeden Fall sehr, sehr nice davon. Wie man es auch schon unschwer erkennen konnte heute auch ohne Musikvideo, also wir sind ja wieder nur bei Spotify am Start, für die Leute, die sich jetzt irgendwie fragen oder so, es kam halt kein Video raus. Ist auch an sich kein Wunder, sage ich mal, bei dem Output, den die generell haben, also generell der Qualität der Channel. Ich glaube, wir hatten wirklich, also korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, wir hatten jede Woche ein Release von irgendjemandem. Ja, bei ihm ist, wie gesagt, schon ein bisschen länger her, aber von Ramo und, also vor allem von Ramo und auch von Malo hatten wir, glaube ich, wirklich jede Woche irgendeinen Song gehabt. In den ganzen letzten, keine Ahnung, 3, 4 Wochen oder so, würde ich mal schätzen. Sehr krasser Output auf jeden Fall, muss man sagen. Kilo! Stadtlauf mit Ballermann am Sack über Alexanderplatz. Kilo, meine Gang fickt deine Gang weg. Was für Hackmack, no Roots, Mad Max. M6, Flashback, Cash, Cash, Flex, Flex. Drück den Kopf, meine Knarre ansetze. Boah, mega. Also ich muss wirklich sagen, ich weiß nicht, so, ich finde die ganzen Leute da alle krass, aber ich finde so rein von der Stimme und von diesen, keine Ahnung, so von diesem Street-Feeling ist er irgendwie so nochmal, keine Ahnung, besonnen, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, aber die Stimme ist halt so aggressiv schon an sich einfach. Ich glaube, wenn der Typ irgendwelche Songs machen würde auf einem, keine Ahnung, Kindersong-Beat, dann wäre das trotzdem irgendwie mehr Street-Rap als bei den meisten anderen Street-Rappern so. Wisst ihr, was ich meine? Also, ich finde, er sticht dadurch einfach besonders krass hervor so und deswegen finde ich es nice, dass mal wieder was Neues von ihm gibt. Weil, wie gesagt, es ist echt schon ein ganzes Stück her und ich muss sagen, die Songs damals, wo er drauf war, also, die fand ich alle wirklich mega, mega nice, die habe ich, glaube ich, auch mit am meisten sogar gestreamt, ja, und ich bin auch gespannt, ich denke, jetzt wird vielleicht mal wieder ein bisschen mehr von ihm kommen, ja, von den anderen kam ja jetzt relativ viel, also vielleicht kommt jetzt mehr von ihm wieder. Kilo, Kilo macht die Qualität, Kilos Trafik, also geht klar, Psychopath sitzt in der G-Class, Millen stoppen wie El Chapo in Favelas. Wer war denn das, ich gebe dies mit Bleib, auf Kriminalpolizei. Was mich interessieren würde, schreibt mal bitte in die Kommentare, was würdet ihr euch von ihm für ein Feature wünschen? Das würde mich echt mal interessieren. Jogger von Nike und Top mit Brechstein auf dein Hundesohn-Verein. Kilo, Kilo, Kilomatik, ich sag die Scheiße an, wenn du Junk rauchst. Kilo, Kilo, Kilomatik, komm mit Skimaske, räum die Bike aus. Kilo, Kilo, Kilomatik, ich sag die Scheiße an. Ich finde, man muss das bei ihnen auch nochmal so ein bisschen unterscheiden. Also zum Beispiel hatten wir jetzt von, war der Track von Ramo? Ja doch, der war von Ramo. Speedboat, also das war eher so ein Sommerbeat, sag ich mal. Und dann trotzdem halt vom, also vom Ding her sind die ja alle irgendwie so Street. Aber ich finde halt, wie gesagt, er ist dann nochmal so, einfach von dieser Stimme her ist er einfach nochmal so die, keine Ahnung, aggressivere Typ irgendwie. Ja, keine Ahnung, das gefällt mir halt persönlich sehr gut. Also auch die anderen Songs von den anderen waren immer mega gut. Aber bei ihm mag ich einfach so diese aggressive Stimme einfach. Also so eine Stimme hat auch fast keiner. Da ist er wirklich einer der Einzigen. Also mir fällt jetzt so direkt eigentlich auch niemand ein, der so eine aggressive Stimme hat wie er. Kilo, Kilo, Kilomatik, komm mit Skimaske, räumt die Bank aus. Kilo, glaub mir, ich fick seinen Dreck. Brettern über Grenzen, wenn ich Schichtwechsel hab. Dicker schieben Paras, denn ich schripp gerne ab. Hart auf hart mach ich Feinde mit der Smith Wesson platt. Kilo, ich kläre Barbies auf Partys. Großer Schwanz, Masu
Pilami. Jungs von der Scharia, Asia, Sahbi. Wir kennen die Straße wie Navis und Taxi. Kilo, Kilo macht die Qualität. Aber eins muss man wirklich sagen, egal von wem das war, die Beats waren alle immer mega gut bei denen. Ich weiß jetzt nicht, wer den produziert hat. Der letzte Beat bei Marlo war von Lucry, also auch ein sehr, sag ich mal, bekannter Produzent. Ich weiß nicht, wer jetzt diesen Beat produziert hat, aber die Beats bei denen sind wirklich immer sehr, sehr gut. Also da war noch nie ein Beat dabei, der irgendwie nicht so gut war. Kilos Trafikase geht klar. Psychopath sitzt in der G-Class. Nur ein Stopp im Real Chapo in VW-Bass. Da war dann das Securities mit Blei. Aus Kriminalpolizei. Und ich glaube auch, wenn man jetzt die anderen Songs kennt von Kilomatik, dann wird man auch merken, dass dieser Song halt wieder, sage ich mal, komplett typisch für ihn ist. Also vom Beat her, wenn man das mit Ramo oder mit Marlo vergleicht, dann wird man auf jeden Fall nochmal Unterschiede feststellen. Und vergleicht mal einfach die Songs, die, wo Kilomatik mit dabei ist, die Beats im Vergleich zu, keine Ahnung, irgendwelchen Songs von Ramo. Natürlich gehen die auch manchmal schon an sich in diese Richtung, aber ich finde irgendwie die Beats, also wo Kilomatik mit dabei ist, die gefallen mir irgendwie nochmal besonders gut oder irgendwie so am besten und gehen alle irgendwie oder haben nochmal so einen extra Touch irgendwie von was drin, keine Ahnung. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich der Einzige, dem das so auffällt, aber ich denke wahrscheinlich nicht. Okay, nice. Also das am Ende klingt auch nice. Okay, Freunde, das war der Song. Also kommt auf jeden Fall mal hier bei den Lieblingssongs mit rein. Muss ich sagen, hat mir echt sehr, sehr gut gefallen, ja. Typischer Kilomatik-Song, schön aggressiv, nicer Street-Vibe so wieder gehabt, Freunde. Ja, was soll man dazu sagen? Schreibt eure Meinung, wie gesagt, in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Lasst auf jeden Fall gerne noch ein Like und ein Abo da. Wir sind auf dem Weg zu 5k. Es fehlen mittlerweile ungefähr 20 Abos. Vielleicht hat der ein oder andere ja Bock und würde hier abonnieren. Und ja, aktiviert am besten auch noch die Glocke. Und dann sehen wir uns wieder am, ich denke, wobei doch, morgen kommt auch ein Video. Könnt ihr auch mal vorbeischauen, eventuell morgen. Und ansonsten kommt die nächste Reaction dann am Donnerstag.